Hallo. Alles gut? Ich muss mal hier ein bisschen Fleisch verschwenden. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, im Namen der Landesvereinigung Kulturelle Jugendbildung Berlin e.V. möchte ich Sie herzlich zu unserer kleinen Veranstaltung begrüßen. Mein Name ist Cornelia Schuster, ich bin die Leiterin des Koordinationsbüros der LKJ Berlin e.V. Und ich wollte hier nur ganz kurz begrüßen quasi und in die Veranstaltung ganz kurz einführen, bevor ich dann der Kirsten Witt von der Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung das Wort übergebe, damit wir einfach kurz den Rahmen abstecken können, was wir hier heute tun und wollen. Der schöne lange Titel unserer Veranstaltung ist heute Denkwerkstatt und Auftakt E-Partizipation in der Jugendkulturarbeit / kulturellen Bildung. Das ist ein recht langer Titel und ich glaube, wir haben uns heute auch viel vorgenommen. Die Veranstaltung ist quasi zweigeteilt. In dem ersten Teil geht es hauptsächlich um die Denkwerkstatt. Und da geht es auch darum, sich dem Begriff der Partizipation erstmal zu nähern. Das ist auch der Begriff, der uns heute hier eint, die LKJ und auch die BKJ und das Interesse an diesem Begriff. Die BKJ plant im nächsten Jahr einen großen Partizipationskongress und möchte heute hier mit uns erstmal ein bisschen was lernen über Partizipation. Und die LKJ Berlin hat uns beteiligt an der Ausschreibung des Innovationsfonds des Bundesministeriums unter dem Thema kulturelle Bildung und Inklusion. Und unser Weg, oder besser gesagt unser Antrag für dieses Projekt beim Bundesministerium, sieht eben auch den Weg der Partizipation, speziell der E-Partizipation vor. Und das ist dann der Punkt, der uns hier eint, also sprich die BKJ und die LKJ, dass wir uns hier gemeinsam über das Thema Partizipation, E-Partizipation verständigen und was ich also sehr schön auch im Einführungstext fand, im Horizont von Inklusion. Das, denke ich, ist aber auch nochmal ein extra Thema, wo wir uns einfach auch genug Zeit lassen sollten, uns auch mit diesem Thema zu beschäftigen. Ja, vielleicht soweit. Die Moderation wird Corinna Korb übernehmen, das heißt, sie wird uns den restlichen Tag hier durch die Tagesordnung führen. Wie Sie alle gesehen haben, gibt es hier auch einen Livestream, viele Kameras wurden aufgebaut, Fotos wurden oder werden gemacht. Wer eben nicht fotografiert werden wollte, der konnte sich ein rotes Pünktchen anheften lassen, für alle oder für jemanden, der es noch nicht gemerkt hat. Und ansonsten gibt es eben den Livestream und unter anderem werden dann auch Fotos zum Teil veröffentlicht. Ja, vielleicht soweit ganz kurz und dann übergebe ich kurz das Wort an die Kirsten Witt von der BKJ. Auch von unserer Seite, von der BKJ, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind, dass ihr da seid, um mit uns ein bisschen über Teilhabe, Beteiligung und Partizipation nachzudenken. Was konkret wir uns da überlegt haben fürs nächste Jahr, da kommen wir gleich nochmal in einem Interview drauf. Von mir erstmal nur herzlich willkommen und vielen Dank an euch, an die LKJ, dass wir uns hier an die Veranstaltung mit dranhängen durften. Ein ganz kurzes Dankeschön. Vielen Dank an Kirsten und an Conny. Ich bin ja schon kurz vorgestellt worden. Ich bin Corinna Korb und mache heute die Moderation. Und da wir eben im Livestream auch sind, deswegen das Mikro, damit man das gut hören und verstehen kann, sonst hätten wir uns wahrscheinlich auch gut so unterhalten können. Aber all das, was wir heute sprechen, in der großen Runde, versuchen wir über dieses Mikro mitzuteilen, damit das auch gut verständlich ist.
Livestream heißt, okay, da sind auch die Zugangsdaten für alle, die sich da hier auch ins WLAN einklinken wollen und dieses nutzen wollen. Mit dem roten Punkt haben wir schon kurz gesagt, wir haben heute ein Graphic Recording da, das ist Imke, die schon begonnen hat, das schöne Berlin zu malen und auch den Tag einfach visuell begleiten wird. Man kann da immer zwischendrin mal schön drauf gucken, das gibt immer ganz schöne Anregungen. Imke ist bis 15 Uhr da und wird dann abgelöst von ihrer Kollegin, der Ellen. Okay. Ja, was haben wir heute vor? Wir haben ein bisschen später angefangen, das ist normal so in Berlin. Viertelstunde später, dafür werden wir heute von der Sonne schön beschienen. Der Ablauf lag auch nochmal alles auf den Plätzen, ganz kurz hier auch nochmal dargestellt. Wir werden gleich kurz ins Interview gehen, kennenlernen, wer ist wer. Also wer Kirsten und wer Claudia ist, wissen wir dann schon mal danach. Und wir gehen auch kurz in die große Vorstellung, warum. Werden dann so ein Stück in den Begriff Partizipation einsteigen, ein bisschen visionieren und in Gesprächen da mal darauf gucken, was ist denn da ganz interessant und attraktiv. Dann haben wir einen Vortrag, da wird Anja Teufel nachher zu barrierefreien Veranstaltungsorganisationen und auch weiteren uns informieren und auch uns zu einer kurzen Diskussion zur Verfügung stehen, also Rückfragen oder auch andere Anregungen gerne aufnehmen. Zwischendrin haben wir schon mal eine Pause, auch mal einen Kaffee und auch mal so ein bisschen Mittag gegessen. Nach dem Mittagessen gehen wir nochmal in Arbeitsrunden und werden auch aktiv, noch aktiver. Und gucken mal konkret auf Themen für den Kongress, was bis dahin vielleicht schon angedacht ist und überlegen, wie könnte es denn weitergehen. So. Und dann haben wir diesen Komplex, sagen wir mal, Denkwerkstatt für die Vorbereitung des Kongresses der BKJ so ein bisschen abgerundet. Und gehen über zum Projekt Kombischulung und Kultur der LKJ. Da wird Claudia kurz einführen, was da angedacht ist. Und wir haben uns ausgedacht und das Spazierblicke genannt, die verschiedenen Kooperationspartner, die jetzt schon für das Projekt feststehen, werden sich anhand eines Steckbriefes kurz vorstellen. Und wir werden uns das dann anschauen und auch mit offenen Fragen einsammeln und dazu dann auf diese Fragen auch versuchen, ein paar Antworten zu finden bzw. weitere Vereinbarungen zu treffen. Wie können dann bestimmte Antworten dazu auch gefunden werden? Zum Schluss machen wir noch eine Feedbackrunde, Verabredungen und sind spätestens um 18 Uhr fertig. Ein langer Tag, mal sehen, wie es uns gelingt, aber ich glaube, wir kommen da ganz in verschiedene abwechslungsreiche Themen rein und ja, hoffen, dass das ganz anregend ist. Also steigen wir ein mit dem Kennenlernen und einem kurzen Interview mit Claudia und Kirsten. Okay, also wir wollen ein bisschen Hintergründe beleuchten und ich muss trotzdem an meinem Zettel, auch wenn ich vielleicht vieles im Kopf habe, aber ich weiß es nicht, ob ich es nicht doch wieder vergesse. Partizipation, wir geben uns ja so ein bisschen tatsächlich auf eine Veränderung, sagen wir mal so. Also es wird zwar viel um Partizipation, Beteiligung, Teilhabe, eigentlich fast ein ähnlicher Begriff oder meint eigentlich, das ist das Gleiche gesprochen. Ich mache mal einen ganz kleinen subjektive Standortbestimmung und überrasche euch jetzt so ein bisschen. Was würdet ihr denn sagen auf einer Skala von 0 bis 10? Wie gut ist denn Partizipation
von Jugendlichen in der Jugendkulturarbeit bisher gelungen? Wo steht, wo, also echt subjektiv, ihr werdet nicht festgenagelt, aber wo würdet ihr einschätzen, wo steht ihr? 0 ist noch gar nicht und 10 ist ganz hervorragend, wir sind am Ziel. Wer möchte als Erstes? 5. Super. Ja? 5 ist so, weil mit 5 kann ich nicht leben. Ich bin, ich glaube, wir sind bei 4. Habe ich auch erprobt. Okay, sag doch mal, warum hast du 5 gesagt? Ich kann es eigentlich nicht wirklich beurteilen, weil wir auf der Bundesebene so richtig weit weg sind von der Praxis und wir machen ja Lobbyarbeit, indem wir gute Praxis zeigen. Und deswegen ist mein Blick vielleicht immer so ein bisschen rosa gefärbt, weil ich ganz viel zu tun habe mit den guten Beispielen, mit den Beispielen, wo ich sagen würde, da ist Beteiligung schon recht gut umgesetzt. Und deswegen war das jetzt vielleicht noch mal eine Stufe höher als bei Claudia. Aber ich glaube, da ist ganz, ganz, ganz viel Luft nach oben auf allen möglichen Ebenen. Sowohl in der Praxis als auch in den Strukturen und in dem, wie kommt man überhaupt zu seinen Angeboten, wie kommt man überhaupt zu seinen Programmen. Claudia, was meinst du mit der 4? Na, ich brauche mehr Luft nach oben. Da sind noch 6 Platz und ich glaube, dass wir durchaus eine Chance haben, dass wir uns auf einem guten Weg befinden, das noch mehr in unserer Haltung einfach auch zu leben und auch in unserem beruflichen Alltag mit einzubinden. Wir haben letzte Woche schon eine Denkwerkstatt gehabt in Hannover zum Partizipationskongress. Da haben wir das Ganze auch schon diskutiert. Und im Verlauf der Diskussion merken wir immer wieder, dass es doch, also dass Partizipation einfach was mit Machtabgabe und Kontrollverlust zu tun hat. Und wir sind, glaube ich, in der Gesellschaft, in dem Aufwachsen, so wie wir sozialisiert sind, sehr in die Richtung gedrängt, dass wir das schon verlernt haben. Und das müssen wir uns jetzt gerade selber auch erstmal aus der Ich-Perspektive wieder aneignen. Und wenn uns das gelingt, sozusagen, können wir das, glaube ich, auch öffnen. Okay, interessant. Verlernt haben, das heißt, es war schon mal besser. Mal gucken. Kirsten, du hast es schon ein bisschen angesprochen, BKJ, ihr seid ein bisschen übergeordnet als Dachverband. Du bist da in Remscheid als im Grundsatzreferat tätig. Was heißt das denn? Was machst du da? Ja, die BKJ ist ja im Grunde das gleiche wie die LKJ, bloß auf Bundesebene. Und ich muss ganz kurz noch mal ein bisschen zum Hintergrund sagen, BKJ, um erklären zu können, was ich da mache. Auf Ebene von Berlin versuchen wir auf der Bundesebene die Interessen dieses Praxisfeldes Kulturarbeit vorrangig mit Kindern und Jugendlichen zu vertreten. Und wir tun das halt eben, versuchen das über das Zeigen und Präsentieren und Auswerten und Bündeln guter Praxis zu tun. Also wir sprechen mit Abgeordneten und Leuten aus Ministerien und anderen Leuten aus anderen Bereichen, wo wir sagen, denen möchten wir vermitteln, dass das einfach eine tolle Sache ist, dass es einen ganz großen Wert hat, wenn Kinder und Jugendliche im Kulturbereich aktiv werden können oder auch eben ins Theater gehen und so weiter. Und was wir da eben auf dieser Metaebene tun, ist dann hauptsächlich Leute zusammenzubringen eben, ne? In Kongressen, in irgendwelchen Expertenrunden, in Büchern, Zeitschriften, Newslettern und so weiter. Dieses, was man dann da so macht, neuerdings eben auch mehr in solchen Formen wie hier, die dann, wo andere auch partizipieren können, über beispielsweise Livestream. Und was ich da mache, ist im Grunde meine Aufgabe, ist es, die ganzen Themen so ein bisschen zusammenzuhalten und so eine Informationsschnittstelle zu sein. Also von der Praxis in die Reflexionsebene, von der Musik zum Theater über den Zirkus hin und zurück, von den Leuten wie ihr und sie hin zu den Leuten. Konkret sieht das dann eben so aus, dass ich Tagungen organisiere, Texte schreibe, auch mal Modellanträge formuliere und ganz, ganz viel auch Beratung mache für Förderanträge, für alles Mögliche, wie man etwas aufzieht. Also im Grunde die Querschnittsthemen aus unserem Bereich, die jetzt über die einzelnen Sparten hinausgehen, zu bewegen. Claudia, du bist Projektleiterin bei der LKJ. Was, ja? Was für Projekte machst du gerade? Also seit Oktober letzten Jahres mache ich von Aktion Menschen Projekt, das heißt Jugendkultur bewegt, Partizipation mit kultureller Bildung, wo
wo es darum ging, dass ich im Rahmen der Allianz für E-Partizipation, in der die LKJ Mitglied ist, die Jugend, also die Barcamp-Methode kennengelernt habe, dank Daniel Seitz, der da hinten fleißig an den Rechnern sitzt. Und von der Methode an sich total begeistert gewesen bin und dachte, das wäre mal was, wo wir auch Jugendliche und junge Menschen nochmal neu motivieren können, ihre eigenen Themen, Schwerpunkte zu setzen. Und das ist Inhalt sozusagen dieses Projekts, das läuft über 2 Jahre. Da geht es in Kooperation mit den Jugendkulturzentren und den Medienkompetenzzentren in Berlin darum, dass die Fachkräfte als Unterstützerinnen Räume schaffen, wo Jugendliche Selbstorganisation üben können, indem sie so ein Tagungsformat wie so ein Barcamp mal ausprobieren können und eigenverantwortlich das organisieren. Das bedingt sozusagen, dass wir uns darüber Gedanken machen mussten, wie kriegen wir auch Fachkräfte und junge Menschen auf eine Ebene so weit, dass sie in der Lage dazu sind, so ein Barcamp durchzuführen, weil es ja doch also mit den technischen Neuerungen, wir sehen das ja heute so ein bisschen, auch hier in dem Raum, wenn man sowas wie einen Livestream mal ausprobieren will, da gehört natürlich Know-how mit dazu, was erlernt werden muss. Und wir dachten ursprünglich, dass wir das ganz toll in Workshops machen könnten, in den jeweiligen Einrichtungen, die das Projekt mit umsetzen. Das ist uns leider nicht gelungen, weil wir feststellen mussten, dass die Fachkräfte oft selber noch sehr große Berührungsängste im Umgang mit sozialen Medien, mit neuen Medien haben. Und auch die Kompetenzen noch gar nicht so weit ausgebaut sind, dass sie als Unterstützerin fungieren können. Und da Jugendliche und junge Menschen doch auch eher die Expertinnen in dem Feld gewesen sind. Und deswegen haben wir quasi ein Schulungsformat ausprobiert. Und aus diesem Schulungsformat, und das ist das, warum wir uns heute hier treffen, da gab es so viel Nachfrage bundesweit, dass wir gesagt haben, wir wollen das weiterleben lassen, wir wollen das noch weiter ausdifferenzieren, wir wollen es erproben und ertesten, wir wollen es nutzbar machen. Und deswegen haben wir einen Antrag beim Bundesministerium gestellt und sind quasi mit dieser Kombischulung gestartet, die dann heute Nachmittag nochmal genauestens Thema sein wird, wie wir das machen. Genau, und für die 2 Projekte bin ich zuständig bei der LKJ, und bei dem ersten geht es jetzt schwerpunktmäßig, also bei Jugendkultur bewegt, darum, dass in Berlin diese Barcamps stattfinden. Das tun sie auch bereits. Das nächste große wird am 31. Januar in Pankow stattfinden zum Thema Pop Asia. Da organisieren 21 junge Menschen gerade selbst das Barcamp, und mal gucken, wie das stattfinden wird. Und die anderen Bezirke haben sich unterschiedliche Themen gesetzt. Also Neukölln wird mit einem Mädchen-Barcamp starten im Rahmen des Festivals 48 Stunden Neukölln. Und da sind halt unterschiedliche Ideen entstanden im Rahmen des Projektes. Und dann geht es halt darum, da müssen wir gucken, so ist das ja immer mit Projektlaufzeit, ob wir es noch schaffen, auch das Ziel zu erreichen, nämlich dass Jugendliche nicht nur zu diesen Tagungen, zu diesen Barcamps zusammenkommen, sondern das, was sie entwickelt haben, auch auf Politikebene einbinden können, beziehungsweise wenn sie Projekte entwickeln können, dass wir ihnen den Raum und die Chance bieten, dass sie die auch umsetzen können. Ja, es ist schwierig, wenn man mich fragt, was ich wollte gerade sagen, jetzt haben wir schon mal als Vorstellung ein bisschen länger geredet, und wir wollten es noch ganz kurz und knapp machen. Eigentlich hat diese, genau, Stichwort E-Partizipation uns hingeführt zu Hashtags. Und jetzt, genau, du nickst schon, die Herausforderung, wir machen eine kurze Vorstellungsrunde mit 3 Hashtags. Also nicht so viel reden wie Claudia, sondern 3 Stichworte, und du kannst das auch, kannst es nämlich auch ganz kurz, du machst es mal vor, wie das jetzt vonstatten gehen soll. Also im Rahmen der Barcamps ist es so, dass es wichtig ist, dass quasi alle Leute am Anfang schon mal was gesagt haben, um das so ein bisschen zu lösen. Wir haben jetzt natürlich auch gerade wieder so eine Frontalgeschichte mit einer steht vorne, und eigentlich soll das ja alles offener sein, aber manchmal sind Räume ja auch sehr begrenzt, und wir hoffen, dass wir dazu kommen. Wir würden jetzt bitten, jede Person, die heute anwesend ist, einmal kurz aufzustehen und sich mit 3 Hashtags vorzustellen. So ein Hashtag ist das, was man da im Internet mit diesem Rautezeichen sozusagen verbreitet, worüber man sich immer wiederfinden kann, auf Twitter oder auf Facebook. Das Hashtag für die Gesamtveranstaltung ist E-Kultur, wäre quasi auch mein erstes Hashtag. Wir machen jetzt 3, jeder sucht sich 3 Hashtags aus. Meine sind E-Kultur, LKJ Berlin und Frühaufsteherin. Du
Soll ich auch? Ja. Ja. Achso, ja. Also, aber Namen dürfen wir auch dazu sagen, weil wir haben uns ja schon mal eingeführt, aber all die anderen nicht, die dürfen auch mal ihren Namen sagen. Also Corinna Korb, ja, Moderation, Demokratieförderung, Sonnenschein. Kirsten Witt, Beteiligung, wilde Ideen. Mein drittes Barcamp, immer noch ein bisschen Dinosaurier, was Internet anbetrifft, aber lernen, freudig. Das war jetzt suboptimal. Das darf ich jetzt mal drei Worte versuchen. Dinosaurier, jetzt muss ich sagen. Also, der Name ist Corinna Barke, LKJ Berlin, Öffentlichkeitsarbeit und Fahrrad. Ja, Diana Völz, Drehscheibe Kinder- und Jugendpolitik Berlin, E-Partizipation und Sonnenschein. Petra Kammerer, Erfahrungswissen, Qualität und Community Building. Barbara Meyer, Schlesische 27, analog, Fenster und Türen. Sonja Lang, Funde, Kulturwissenschaft. Ja, freie Künste. Julie Dole, Schlesische 27, Praktikant und Niederländisch. Anna Kuliessa, mehr als Lernen, FSJlerin und Reisen und Sport. Hallo Sisse, mehr als Lernen. Bundesfreiwilligendienst und ganz viele Sachen. Soraya Galizi, Jugendnetz Berlin, Jugendportal und neugierig. Ja, Patrick Videra, Ecosom, Fachkräfteschulung und total gespannt. Martin Henkel, Freischaffen, Kokonbauer. Ben Neumann, auch mehr als Lernen, Schule und sehr interessiert. Christine Kolbe, Digitalkultur, Sharing is Caring, Netzwerke Berlin. Gunnar Güldner, Jugendkulturservice, Familie, Social Media. Anja Teufel, K-Produktion Hamburg und E-Was? Sophia Anna, Tandem-BKW, Projekte in Vielfalt und offen. Jörg Eisler-Dreschke vom Institut für Kommunikation in sozialen Medien, E-Perforation, kaputter Fuß, Jugendportal. Saskia Herklotz, EKJ Rennscheid, deutsch-polnischer Jugendkulturaustausch und Industriespionage. Oh. Das klingt gefehlt. Hallo, ich bin Robert, koordiniere das Berliner Jugendforum. Kombi-Schulung und seit kurzem papamäßig übernächtigt. Wie Zähne sind da? Natalia Wertmüller, LKJ, Kommunikation und Verbundenheit. Darf ich auch an euch weitergeben? Dane Salz, mediale Pfade, Medienpädagogik und die Partizipation. Benjamin Schindler, Zeitgebilde, Filmkunst und Blende 8, Sonne lacht. Ja, ganz hinten. Jan Wilde, Film, Global Change und kleine Hunde. Kleine Hunde. Inke. Auch gut. Ein, zwei, drei Comics,
visuell erklären, besser verstehen. Super, vielen Dank. Ich war vorher, dachte, es ist funktioniert nicht. Oh ja, super. Schön, dann wollen wir noch kurz ein paar Sachen sagen zu euer... Nee, ich wollte mit Claudia anfangen. Genau, also zwar sind wir am Nachmittag dann nochmal konkreter zum Projekt Kombischulung. Oder so ähnlich. E-Kultur oder so ähnlich. Was finde ich auch gut. Du hast schon ein bisschen was zum Hintergrund erklärt. Sag doch nochmal, was habt ihr jetzt konkret vor in dem Projekt? Und wann soll das starten? Also, ne, ich sag vielleicht nachher, was wir konkret vorhaben und würde jetzt darauf eingehen, warum wir diese Veranstaltung auch ein Stück weit zusammen gedacht haben. Jetzt also, und da nochmal, also Berlin ist auch ein bisschen typisch dafür, dass es ganz viele tolle Sachen gibt, dass wir untereinander aber nicht immer wirklich gut miteinander vernetzt sind und zwar vom Hören sagen immer mal wissen, was jemand anderes macht, aber es gibt nicht unbedingt immer eine gemeinsame Veranstaltung. Ähnlich ist es mit der BKJ gelaufen tatsächlich, ohne dass es beabsichtigt gewesen ist. Wir haben beide für den heutigen Tag eine Veranstaltung zum Thema Partizipation geplant und erst vor 2 Wochen festgestellt, dass es wahrscheinlich sinnvoller wäre, diese Veranstaltung auch zusammen zu machen und nicht 2 Parallelveranstaltungen, eine am Vormittag und eine am Nachmittag, an 2 unterschiedlichen Orten. Wobei Bewegung ja mitunter auch sehr gut sein kann, auch in Berlin. Aber wir haben uns dann zusammengesetzt und haben überlegt, wie geht das zusammen? Partizipationskongress, inwieweit können wir uns daran beteiligen? Und da finde ich dieses Projekt E-Partizipation, Kombischulung, es schließt sich nicht aus, sondern es ergänzt sich. Und es wäre eine Möglichkeit, die durchaus heute auch zu diskutieren wäre, ob wir den Raum nochmal gezielt und gestärkt öffnen für Kinder und Jugendliche, dass auch sie eine Möglichkeit und ein Sprachrohr bekommen, um im Rahmen des Partizipationskongresses ganz aktiv mitzumachen und nicht nur, was auch toll ist, als Auftritt sozusagen gebucht werden zur Präsentation, sondern dass sie von Beginn an mitdenken können. Und da wäre das Barcamp, so ein Jugendbarcamp, durchaus eine interessante Alternative. Und da können wir nachher einfach mal drüber nachdenken, ob das was wäre und warum wir uns heute hier so zusammengefunden haben. So. Okay, das ist gut. Wurde schon angesprochen, ihr plant nächstes Jahr einen Kongress. Mit was für einem Hintergrund? Warum kam das dazu? Ja, wir setzen uns seit einigen Jahren Jahresschwerpunktthemen und im kommenden Jahr 2015 haben wir uns für die Begriffskombination Partizipation und Veränderung entschieden. Und wir haben da gesehen eine große Schnittmenge zum Diskurs um Inklusion. Und wie gesagt, unser Jahresthema ist Partizipation und Veränderung und es hat sich irgendwie so ergeben, dass wir alle 2 Jahre im Herbst eine etwas größere Fachtagung machen. Wir nennen das jetzt mal so ein bisschen hochtrabend Kongress, muss mal gucken, was es am Ende wird. Und wir haben uns im Spätsommer zusammengesetzt und im Team einen ersten Gedankenaustausch gemacht. Und nach einer Minute war klar, diese Tagung, muss ganz anders entstehen, als wir das sonst machen. Normal ist es so, wir setzen uns im Team zusammen, machen Brainstorming, dann kriegt das unser Vorstand schön mundgerecht serviert. Nein, das ist jetzt ein bisschen flapsig, aber dann kriegt unser Vorstand schon eine vorgedachte Planung, dann arbeitet man zusammen weiter. Und wenn es dann noch schaffen, die Mitglieder zu beteiligen, dann ist es schon gut. Aber es ist kein wirklich großer, partizipativer, komplexer Prozess, in dem diese Veranstaltungen entstehen. Und uns war sehr schnell klar, dass wir dringend anfangen sollten, es anders zu machen, speziell eben jetzt bei dem Thema. Und deshalb suchen wir jetzt nach Wegen, wie wir mehr Menschen beteiligen können an der Konzeption, Vorbereitung und Durchführung dieses Kongresses, Menschen, die dieses Thema bewegt und interessiert. Kinder und Jugendliche, Fachkräfte, wer auch immer meint, ich habe etwas zu sagen oder zu fragen zum Thema Beteiligung in der Kinder- und Jugendkulturarbeit. Das heißt, es ist noch recht viel offen, also all das, was an Themen, Methoden, sonstigen besteht. Was steht denn recht fest bisher? Gibt's was?
Ich glaube, das Fest steht, dass es stattfinden soll. Bis Freitag stand auch das Datum fest. 2. und 3. Oktober 2015. Dann hat Claudia mir gesagt, dass viele von euch diesen Termin oder einige von euch diesen Termin sehr unglücklich gewählt finden, weil es der 25. Jahrestag der Wiedervereinigung ist, der hier in Berlin mit Sicherheit groß gefeiert wird. Diesen Punkt, muss ich zugeben, haben wir nicht ganz zu Ende gedacht. Da waren wir naiv. Wir haben gedacht, ja, das könnte ja unser Beitrag sein. Aber das ist, glaube ich, vielleicht schwierig. Und wir haben nicht bedacht, dass man, wenn man in Berlin Akteur ist, vielleicht einfach an dem Tag was ganz anderes machen möchte. Wir haben jetzt große Probleme, wenn wir dieses Datum nochmal verschieben müssen. Aber wir müssen uns heute darüber unterhalten. Und wenn wir zu dem Schluss kommen, dass es sein muss, dann müssen wir versuchen, einen Weg zu finden. Es gibt natürlich nach oben eine Grenze, was das Budget angeht. Das bedeutet, wahrscheinlich werden nicht viel mehr als 200 Menschen kommen können. Wir haben für dieses Datum 2. 3. Oktober die Pumpe reserviert als Tagungsort, weil wir die Sorge hatten, dass wir sonst keinen guten Ort mehr finden. Wie gesagt, aber da würden wir es gern stattfinden lassen. Wenn wir meinen, dass wir den Termin nochmal verschieben müssen, dann muss man einfach prüfen, ob es dort geht. Die BKJ hat so üblicherweise bestimmte Zielgruppen, das sind eben die Fachkräfte, wie Sie und ihr, aus dem Bereich der Jugendkulturarbeit, dann die sogenannten Entscheiderinnen und Entscheider aus Politik und Verwaltung und interessierte Leute, die da sich reflexiv, also theoretisch mit beschäftigen mit dem Thema. Und ich glaube, und diese Zielgruppen könnte man durchaus aber jetzt auch nochmal erweitern, und so, wenn man es für sinnvoll hält. Also so ganz viel steht da noch nicht fest. Und was noch feststeht, ist, dass es mehrere Gruppen von Leuten gibt, die mitdenken. Also die Claudia hat schon erwähnt, eine Denkwerkstatt mit BKJ-Mitgliedern. Und da gilt es halt einfach, einen guten Weg zu finden, wie man da gemeinsam weiter vorgehen kann. Das heißt jetzt nochmal konkret für heute, was ist, Claudia, dein Wunsch, dein Ziel für heute? Was, wenn wir heute Abend 18 Uhr hier rausgehen für dein Projekt, was wäre da günstigstenfalls anders, klarer oder was ist da? Ich sag mal lieber nicht zu viel, weil dann leite ich so viel in die Richtung, was ich mir schon wieder alles ausgemalt habe, was möglich ist. Würde das diskutieren. Also was ich ganz toll finde heute, ist der Vortrag zur barrierefreien Veranstaltungsplanung, weil Inklusion uns alle umtreibt und wir uns da das Label draufgeschrieben haben, eine inklusive Schulung zu machen. Das wird auch im Partizipationskongress nochmal eine Herausforderung werden. Und mir wäre es am allermeisten auf jeden Fall geholfen, wenn ich heute Abend mit neuen Ideen für die Umsetzung von barrierefreien Veranstaltungen erstmal nach Hause gehen kann. So dass das wäre mein Minimalziel, und das Maximalziel verrate ich im Laufe des Tages. Kirsten, wie sieht es bei dir aus? Mein Wunsch wäre, dass wir dieses Thema Partizipation, Beteiligung, diese Worthülse ein bisschen mehr aufdröseln, aufschlüsseln. Und mich interessiert einfach, was wollt ihr, was wollen Sie eigentlich wissen von dem Thema oder diskutieren oder sagen oder mal mit Kindern und Jugendlichen zur Sprache bringen, damit so ein Kongress einfach auch interessant wird und spannend wird und tatsächlich die Themen diskutiert, die wichtig sind, in die Richtung Ideen sammeln, konkreter werden und dann überlegen, wer von euch möglicherweise Ideen hat, das mitzugestalten oder sagt, ich würde mit meinen Kindern und Jugendlichen, meine Einrichtung oder wir selber, ihr als junge Leute, wir wollen da was machen. Also wir hätten eine Idee. Oder ihr geht mit einem Samen im Kopf raus und habt nächste Woche eine Idee. Wir wollen da eine Intervention machen, wir wollen eine Performance oder vorher Leute befragen. Also es ist alles möglich. Das wäre mein Wunsch, euch einzuladen, in irgendeiner Form mitzumachen, wenn ihr für euch darin einen Gewinn oder auch Nutzen seht. Ja, schön, in den Vorbesprechungen hattest du so ein schönes Bild aufgemacht, das Haus der Ideen. Also so ein bisschen, du hast gesagt, wir können das Haus stellen und die Einladung auch speziell heute hier an die Runde, dieses Haus auch mit Ideen, mit Anregungen, vielleicht auch mit einer kreativen Anregung, Umsetzung zu füllen. Ja, das stimmt, das hatte ich so als Bild. Ich finde es nur ein bisschen unverschämt,
dass ich jetzt mein Haus hinstelle und sage, zieht alle ein. Also ich will sie einfach mal zeigen und wer Lust hat, kann einsteigen. Jetzt ist es auch ein Boot und ihr steigt ein und fahrt mit. So. Der heißt Luftballon. Okay. Gut, vielen Dank. Das reicht im Moment, glaube ich, als Information. Gibt es direkt eine Frage aus der Runde? Dann machen wir das Frontalsetting mal, lösen wir auf, ganz schnell. Und wollen zum nächsten Punkt gehen, hier zum Visionieren. Und möchten, wie gesagt, das Setting ein bisschen ändern. Das heißt, wir möchten Sie einladen, gehen Sie ins Zweiergespräch, suchen Sie sich jemanden, den Sie noch nicht so gut kennen. Gehen Sie mal auf den zu und finden sich in Zweiergruppen, stellen sich kurz vor mit dem Namen nochmal, dass es in Erinnerung kommt, wer Sie sind, woher Sie kommen und machen ein kleines Speed-Dating. Das heißt, tauschen Sie sich kurz zu den Fragen aus oder fragen Sie den Ihren Gegenüber, was ist für Sie am Thema Partizipation attraktiv? Also warum sind Sie eigentlich hier? Was finden Sie da interessant? Und welches Thema ist besonders interessant dabei? Weil welcher Aspekt interessiert Sie dabei? Und wie gesagt, im Zweiergespräch erst machen Sie es wirklich nacheinander. Ich zeige Ihnen an, Sie haben jeweils 5 bis 7 Minuten. Ich gebe Ihnen dann ein Zeichen, wenn die erste Runde rum ist, dann wechseln Sie und interviewen dann den anderen. Und ich gebe Ihnen ein paar Moderationskarten mit. Schreiben Sie wichtige Stichworte auf. Schreiben Sie Themen auf, beziehungsweise schreiben Sie das auf, warum Sie das vielleicht begeistert oder was Sie daran interessiert. Also, kurzes Zweiergespräch. Sie können sich hier draußen im Flur auch verteilen, können sich kurz auf einen Kaffee nehmen. Ich sage Ihnen die Zeit an, wann die erste Runde ist, um ist und ich gebe Ihnen jetzt Moderationskarten und Stifte mit. Ist das okay? Sind Sie bereit? Gut, prima. Stifte liegen auch in den Räumen da drüben schon rum, aber ich gebe Ihnen auch jeweils noch ein Stift mit. Ja, Ich habe mich gefragt, ob ich das nicht mehr machen kann.
Genau. Und auf hier.
Ich habe
Aber also, ich meine, ich bin ja auch